Unsere Ausrüstung, also die, wo wir rüber sind, dann hat man uns natürlich Augenbinden abgenommen, hat uns auch diese Arbeitskittel wieder genommen. Wir sind dann in unserer Uniform wieder rüber gekommen. Was wir drüben gelassen haben, war die ganze dienstliche Ausrüstung. Das war eine MP, ein Schnellfeuergewehr, das war ein normales Gewehr, das waren zwei Pistolen, das war ein Funkgerät, das war ein Fernglas. Ja, ich glaube, das waren die dienstlichen, also die ganze dienstliche Ausrüstung, die wir dabei haben, die haben sie behalten. Die privaten Sachen? Die privaten Sachen haben wir alle wieder gekriegt. Wir hatten dann auch wieder ja, ein Zeitgefühl, weil unsere Uhren hatten wir wieder. Und das wurde alles aufgelistet, was wir an Gerät und an privaten Sachen dabei hatten. Und die privaten Sachen, die hat man uns alle wiedergegeben. Und die eigenen Leute, die haben uns also normal empfangen. Und wir wurden dann auch, wie gesagt, da nochmal speziell befragt, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. Natürlich haben wir Konsequenzen dadurch erhalten. Ja, jeder hat ein Disziplinarverfahren bekommen, aber das war das Geringste. Sind Sie danach an der Grenze noch im Einsatz gewesen oder hat sich da auch ein bisschen was für Sie verändert? Sicher sind wir weiter im Einsatz gewesen. Ich war ja noch nicht so lange dabei, bin weiterhin Grenzstreife gefahren nach einer gewissen Zeit. Man hat mich da am Anfang ein bisschen rausgehalten, aber dann logischerweise bin ich auch wieder Grenzstreife gefahren. Ich habe dann selber, da ich nach altem Recht eingestellt wurde und beim Grenzschutz bleiben wollte, habe ich dann erstmal verlängert auf 8 Jahre. Dann habe ich auch einen Gruppenführerlehrgang gemacht und ein Gruppenführerlehrgang war Voraussetzung dafür, um als Streifenführer eingesetzt zu werden. Und ich war dann auch selber als Streifenführer eingesetzt und habe weiterhin also die ureigenste Aufgabe, die halt vom Grenzschutz war, der Grenzschutz, habe ich dann als Streifenführer selber dann durchgeführt.